Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein wenig gefrustet, ich bin frustriert. Es tauchen immer nur diese Viecher auf, die sich gerade mit den Wilden prügeln. Moment. Sehr schöner Schuss. Auch schön. Ich versuche mir mal in der Hocke. Gut, ich weiß immer noch nicht, wo der Crit-Punkt ist. Da müsste ich mit Zero mal rein und dann gucken. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist einmal kurz Munition für meine Raketenwerfer holen. Ist mir nämlich eingefallen, dass ich da nicht dran gedacht habe mehr. Dass er da sehr knapp wird momentan. So. Daher das ja eh nichts mehr einbringt, habe ich jetzt aus der Entfernung einfach mit weggekloppt, in Anführungszeichen. So, da brauche ich nichts. Moment, hier die Tonne kann ich ja noch nehmen. Auch nicht, gut. Wenn ich jetzt in dieser Folge nicht, sagen wir mal, die letzten drei Viecher kriege, also die Anzahl an 1 für den Zweibein und an 2 von den Sporen, dann werde ich mich sowieso auf die anderen Maps verziehen und gerade mal da was versuchen dann. So. Und gerade an denen, der hier rumschleicht, sieht man auch wieder, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Zweibein da ist, nämlich gleich 0. Ja. So vom Gefühl her. Das war jetzt Surprise, Surprise Move, aber spricht nichts dagegen. Schockspore ist auch in Ordnung. Habe ich bloß leider nichts von. Kommt ihr voll auf. Warum nicht gleich 5? Naja. Zumindest gehen die ja relativ schnell, also von daher ist es regelrecht egal. Warum ist eigentlich im Wasser irgendwas aufsammeln hier bei Borderlands 2 immer so ekelhaft? Ich verstehe es nicht. So. Schön, einfach aus Prinzip. Musste ich da mal ganz kurz rüberfahren. Das hatte keinen wirklich tieferen Grund. Wirklich nur aus Prinzip. So, das kann ich jetzt eben noch mitnehmen. Ah!
Okay, geschleckter, aber kein Zweibein habe ich jetzt bisher mehr hier auf der Ecke. Warum dich muss ich jetzt richtig schnell weg haben? Neues Skin verdient. Na denn. Jetzt brauche ich noch ein Zweibein und einen von den Geschleckten. Und dann ist alles tutti. Aber das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn jetzt dann Zweibein gewesen wäre. Ich habe einen Soundbug, na super. Ist ja okay. Dann ist das halt so. Ich hole mir mal eben Hilfe von den Eingeborenen. Tut mir leid, aber das muss gerade mal. Gut, egal, ich sammle jetzt die Waffe hier ein. Und dann kann ich auch wieder weg hier. Das ist echt hier
Ja, wie soll ich sagen? Das ist halt echt so ein Wahrscheinlichkeitsgrad von 1 zu 1 Million, dass ich halt, ja, dass man das in ein Video schaffen würde. Wie überhaupt die Viecher so spawnen, wie man sie braucht. Von daher, das ist noch ein Säure-Ding. Noch ein Säure-Ding. Okay. Ah, Mann, ey. Mann, das dauert. Aber tut mir leid, dass ich euch jetzt quasi damit auch langweile. Ich würde ja ganz gerne eigentlich Spannenderes gerade euch zeigen. Aber natürlich denkt sich das Spiel, wieso denn? Zeigen wir doch erstmal einfach, was wir nicht können. Nämlich spannend sein. Nein, keine Ahnung. Boah, wie viele Leben hatten das? Oder spiele ich schon in dem nächsthöheren Kammerjäger-Modus? Liegt's daran? Nee, eigentlich müsste ich ja immer noch in meinem aktuellen Kammerjäger-Modus sein, also in dem normalen. Weil sonst könnte ich die Mission gar nicht. Ja. Naja, könnte ich wahrscheinlich schon, aber nicht so exorbitant. Viel davon. Okay, egal. Ja, entweder kriege ich jetzt noch ein Zweibein gegenüber oder ich mache mich jetzt wirklich dann auf und davon zu anderen Wesen zu suchen. Gerade das ist ja auch dann ja vielleicht mal ein Gedanke, den ich in Angriff nehmen sollte. Wenn ich jetzt nicht sofort den nächsten Geschleckten oder Zweibein hier kriege. Ich kriege natürlich alles außer das, was ich brauche, ne? Wie heißt es schön? Wenn man was sucht, sollte man es lassen. Und auf ein anderes Mal beruhen lassen. Oder so ähnlich. Ich habe den Satz nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall soll man damit aussagen, dass man halt sich nicht stressen soll und lieber ein anderes Mal nachschauen soll, wo man es hingelegt hat. Ja gut, außer sind natürlich die Haustürschlüssel oder andere Sachen, die ein klein wenig wichtig sind. Dann soll natürlich so schnell wie möglich man sich drum kümmern. Aber alles andere, ja, wie gesagt, da ist dann immer noch Luft nach oben.
Ja, das war klar, das war klar. Hätte ich damit nicht gerechnet, hätte ich es auch nicht gemacht. Mal ganz kurz abgesehen davon. Tut mir leid. Ich habe jetzt quasi 15 Minuten wieder für diese Sache jetzt schon verschwendet. Und habe bis dato nur einen weiteren Typus gefunden, ne? Das frustet mich auch ein bisschen, ne? Jetzt kommt da hinten noch so ein Explosionsding. Ich krieg die Krise. Kümmere ich mich mal darum auch erstmal. So. Da ist wieder ein Vierbeiniger, der ist mir jetzt gerade mal wurscht. Gucke ich hier hinten nochmal, ob jetzt ein Geschleckter auftaucht. Nein, erstmal nur diese Party-People wieder. Ach, ich werde nicht mehr. Ah! Na also. Wenn man vom Teufel spricht, so in etwa, ne? So oder so ähnlich. Oder gibt es eine Art Counter, wie viele Gegner ich gekillt habe? Und danach berechnet er, wann er den nächsten losschickt. Oh, ich muss das echt mal herausfinden. Ist auch für euch mal interessant, für die, die es halt nicht wissen. Und der Soundbug nervt, ich weiß. Ich werde auch gleich mal gucken, das zur nächsten Folge gefixt zu haben, in Anführungszeichen. Ich korrigiere nochmal meine Aussage, gefixt. Also repariert, korrigiert. Wie ihr es auch immer schimpfen möchtet. Aber zumindest nicht, zumindest mich nervt der Sound immer hin. Also, wie es bei euch daran steht, weiß ich natürlich nicht, aber trotzdem. So, egal. Was sehe ich denn da? Oder was habe ich da übersehen? Sag ich es mal lieber so. Darf ja wohl nicht die Wahrheit sein. Ein Iridium noch, dann kann ich doch mal so einen Ofen anschmeißen. Da vorne liegt noch was, das kann ich mir auch noch mal krallen. Ist sogar noch ein Skin, den ich noch nicht habe. Schön, dass übrigens das Inventar durchscrollen perfekt funktioniert, nicht wie bei meinen privaten Spielsessions mit Kumpels, wo das Menü sich dann immer von Geisterhand wieder hochscrollt. Ganz selbstverständlich so. Ja, nee, du musst nicht sehen, was weiter unten im Inventar ist. Also so oder so ähnlich halt, ne? Jo, jetzt brauchen wir nur noch ein, zwei Beine. Dann kann ich mich doch zufriedenstellen damit. Natürlich kriege ich kein Zweibein, sondern ein Vierbein. Okay.
Das ging jetzt echt schnell. Okay, ich habe, glaube ich, jetzt einen groben Spot, wo ich hinschießen muss. Ich muss nur halt sehen, dass ich den auch treffe immer. War das halt nicht so mit Treffen drinnen, ne? Gut, egal. Ich brauche keine Schilde. Okay, egal was auch immer jetzt gerade anstand, ich breche das jetzt doch ab, die Suche nach den letzten zwei Beinen hier auf der Ecke. Und gehe mal eben nach hier hinten. Okay, mir schläft der rechte Arm ein. Was ist das denn? Riesiger Schockding. Naja, zumindest nach den Sporen suche ich ja nicht mehr. Also ist das eigentlich gerade sogar richtig irrelevant. Gerade zumindest. Ach! Habe ich doch hier übersehen. Na also. Dann haben wir jetzt alle. Zumindest hier. Ich sprach doch noch letztens davon. Es kann sein, dass ich hier oben den übersehen habe, aber ja. Man weiß es halt immer nicht, bevor man nicht nachgeguckt hat, ne? So. Bettesäureburg. Ja, Burgs. Das, was ich natürlich gucken könnte, wäre jetzt... Ja, ob halt... Hier hinten der Burg immer auftaucht. Das Ding noch lässiger gekillt als meine Banditenbrüder. Macht ihr übrigens wegen denen keinen Kopf. Das sind alles Vollhonks. Okay, ein von acht haben wir. Ja, Leute, dann wird das doch noch etwas länger dauern. Ich glaube, dann mache ich lieber doch noch eine andere Nebenmission. Gerade mal. Wo genau laufe ich hier gerade hin? Und warum kann ich hier überhaupt... so hochlaufen. Okay, 2K, ich will euch ja nicht sagen, wie ihr euren Job zu machen habt, aber korrigiert das lieber mal. Nicht, dass man da irgendwie rausrennen kann oder so nachher. Weil es halt irgendwie geht, keine Ahnung. Bei der Schockburg. Okay, hier sind wieder schön viele on point. Was ist das? Nein. Das war's jetzt aber. Fünf Raketen habe ich noch parat. Hier müsste ich runterspringen, um welche zu finden. Gerade das möchte ich vermeiden.
Gut, also die Rosanen werden wahrscheinlich genauso selten spawnen wie die anderen Sachen alle. Supi. Ach du Heilige, wir sind schon bei 26 Minuten. Das heißt dann für mich wieder mal Part Ende schon wieder eigentlich. Obwohl, ich mach nochmal ein, zwei Minutenchen hier gerade. Ich kann ja zumindest noch kurz das abwarten und frag mich dann trotzdem nachher, warum nichts mehr kommt. Warum vergesse ich eigentlich immer, dass das in die Richtung aufgeht? Das ist auch so unpraktisch. Okay. Dann werde ich hier wahrscheinlich häufiger mal hoch müssen. Aber immerhin habe ich einen von 8. Also, somit verbleiben noch 7. Das ist immerhin ganz gut. Ach, ich weiß, wo noch was sein könnte. Moment. Das habe ich gar nicht bedacht. Habe ich ihn gerade... Ich habe immer noch meine Fäuste. Ich glaube, ich habe ihm gerade einen Arsch voll gegeben. War's das? Gut, ich würde sagen, dann mache ich hier an der Stelle mal Schluss. Gerade ist jetzt auch nicht mehr viel, was ich da jetzt noch holen könnte. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.